Ich habe noch nicht mal angefangen und der Kaffee ist schon leer. Irgendwas stimmt hier nicht. Seid gegrüßt, werte Ladies, werte Lords. Herzlich willkommen zur 7. Runde Foundation hier in Gutstein auf der Bauer LP. Ich bin Björnen. Freut mich, dass ihr da seid. Polymorph Games verspricht uns mehr Lebensqualität mit dem Update 1.9.2. Da ist eine verbesserte Übersicht für das Budget. Man kann einen Rechtsklick benutzen, um Fenster zu schließen. Da muss man nicht mehr so genau zielen. Das ist schon praktisch. Irgendwas soll mit dem Escape-Menü verbessert worden sein oder überhaupt eins eingefügt worden sein. Aber das interessiert mich alles nicht so richtig. Das Einzige, worum es mir hier geht, insbesondere für Gutstein, ist, dass die Klosteranlagen jetzt neue Bauschritte erhalten sollen. Ich gehe davon aus, dass das rein kosmetisch ist, dass während des Baus eines Gebäudes einfach mal noch mehr Details hinzugefügt wurden. Aber wenn wir hier schon eine Klosteranlage bauen, dann sollten wir das auch nutzen. Dummerweise ist das Update jetzt noch nicht draußen, sondern nur angekündigt. Da werde ich heute mal versuchen, noch irgendwie ganz anderen Krempel zu machen, nur halt eben nicht am Kloster weiterzubauen. Und auch immer noch auf dem alten Kanal läuft weiterhin Fenheim fertig. Schaut auch da gerne nochmal rein. Ich verlinke das hier oben in der Infobox oder in der Beschreibung. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich echt drüber freuen, wenn ihr nachher dann auf den Daumen nach oben klickt. Ja, aber was kann man Gescheites tun, wenn man das Kloster nicht weiterbaut, weil das ist ja der einzige Sinn und Zweck dieser Folgen hier. Na gut, oh, den habe ich schon gestoppt gehabt, ich weiß gar nicht warum. Aber ist egal. Der Kreuzgang, den habe ich im Zeitraffer das letzte Mal fertig bauen lassen. Schade eigentlich, also wir haben ja schon irre viel gebaut. Aber gut, immer wieder das Gleiche. Ähnliche Gebäude werden wir nachher dann auch nochmal haben. Nachher ist gut. Irgendwann. Dann könnten wir uns jetzt schon mal weiter an das Futter machen. Und ja, an so Dinge wie weiter aufhübschen. Weil nach wie vor brauchen wir ja Punkte für den Wohlstand. Da sind wir ja immer noch nicht fertig. 250 Wohlstand dafür, dass wir die klösterliche Abteikirche irgendwann mal kriegen. Aber immerhin, ab 150 können wir dann schon C-Elemente einfaches Kloster bekommen. Und da ist es bestimmt ganz, ganz einfach. Aber jetzt so? Naja. Oh je. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo wenigstens nochmal neue Deko-Elemente. Weil noch mehr Büsche, da habe ich einfach keine Lust drauf. Oder ich habe sie schon. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe sie natürlich nicht. Ah, naja. Aber mit der Nahrung können wir durchaus weitermachen. Warum nicht? Leider nicht kauft von ihnen, sondern verkauft an uns. Brot können wir nicht verkaufen, sondern erst in Mittel. Das ist relativ ungünstig, weil, Kleidung machen wirklich nur für diese Handelsroute, das ist doch ein bisschen doof. Ich habe gehofft, dass wir Brot verkaufen können. Das wäre noch eine ganz nette Einnahmequelle gewesen. Ja, oder? Man macht sich jetzt hier an die Kleidung ran, die man hier in dem Dorf nicht braucht, weil wir hier niemanden befördern. Damit brauchen sie keine Klamotten. Nur um diese Handelsroute freizuschalten. Das ist ganz schön viel Aufwand. Aber dafür können wir dann zusätzliche Erträge reinholen. Nein, ich möchte keine Büsche mehr. Nein, meine Büsche esse ich nicht. Naja, also so ein paar Büsche finde ich ja wirklich klasse. Aber hier, das ist einfach... Das ist einfach zu viel, ne? Na gut. Kümmern wir uns einfach erstmal darum, dass es hier weitergeht mit der Nahrung. Dann kann man ja immer noch entscheiden, wie es weitergeht. Wobei mich ja wirklich mal interessiert, wo zum Henker haben wir denn hier die gewöhnliche Kleidung her. Ja, genauso die Frage, wo zum Henker haben wir das Brot her? Kräuter und Beeren gegen Brot, ne? Das war das.
Na gut. Selber herstellen finde ich trotzdem besser. Hey, teuer? Ach ja. Die Steuern hatte ich während des Zeitraffers runtergesetzt, weil sich das ordentlich zusammengeleppert hatte hier. Da wollte ich nicht, dass die dann mehr als 500 haben, weil das Geld wird dann halt einfach immer weniger. Wenn es über die 500 kommt. So, dann haben wir hier eine Weizenfarm. Wir brauchen noch zusätzlich die Mühle. Die können wir schön dicht setzen. Vielleicht nochmal eine zweite Farm hier hinten irgendwo. Und dann brauchen wir einen Bäcker. Auch der ist da in dem Dorf gar nicht so verkehrt. Dann brauchen sie weniger weit laufen. Direkt neben dem Brunnen. Hey, 100. 100 Goldstücke. Meine Güte. Und dann sollen hier hauptsächlich, nee, nicht hauptsächlich, ausschließlich nur die Brote eingelagert werden. Dann soll der Bäcker und der Müller hier hinten selber klarkommen mit den Weizen bzw. Mehllieferungen. Gut, stoppen wir das hier erstmal noch. Und die Mühle auch, dass die Weizenfarm zuerst fertig gebaut werden kann. Das hier könnte eigentlich auch weg. Oder brauchen wir da noch ein bisschen Platz für? Eigentlich nicht. Nehmen wir weg. Wenn nicht, bauen wir einfach neu. Hier hinten, glaubt aber auch einer. Nee, die ist noch nicht voll. Na sowas, wird die geleert. Das hätte ich nicht gedacht. Dachte, das ist zu weit weg von der Sägerei bzw. dem Lager, was da das Holz hinten sammelt. Ach ja, hier hatte ich das eingestellt. Stimmt, die sammeln jetzt auch Holz. Ja gut, aber es ist so oder so. Viel zu viel Holz. Wir brauchen die Lage einfach nicht. Ja, dann baut mal ihr Kleinen. Fisch können wir verkaufen. Es wäre dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir auch wirklich nochmal einen zweiten Fischer setzen. Hier in dem großen See. Beziehungsweise nicht in den großen See, setzen wir mal lieber an den großen See. Aber, na gut, hätte ein bisschen weiter zu fahren, wäre aber auch nicht schlimm. Einfach nur, um noch ein bisschen mehr Einträge hier zu generieren. Da überlege ich nochmal kurz. Dann mache ich mich mal auf die Suche hier, wo die Aufhübschungsdinge sind, die ich noch nicht gekauft habe. Es war ja jetzt noch nicht komplett außen vor. Ich wollte nämlich noch nachgucken in dem anderen Speicherstand in Fenheim, ob wir für eine Schneiderei oder eine Weberei Leibeigene nehmen können oder ob wir da, hier, wie heißen sie? Gemeine brauchen. Und es steht hier drin. Das ist sehr praktisch. Also hier brauchen wir nur Leibeigene, um Klamotten herzustellen. Ich finde es ein bisschen doof, das nur zu machen, um diese Linie hier freizuschalten. Ich weiß auch nicht, ob wir damit so viel Gold machen, als dass sich das dann lohnt. Weil wir brauchen es halt einfach nicht. Aber ich würde schon ganz gerne dann Brot auch verkaufen können, wenn wir da Überschüsse erwirtschaften. Na gut, dann könnten wir auch Klamotten. Ach, was soll's. Ja. Im Augenblick machen wir ordentlich Geld. Das heißt, wir können uns das schon irgendwie leisten. Auch wenn das jetzt von den Steuergeldern ist. Ja, die müssen ja später wieder runtergeschraubt werden. Also nehmen wir den Plan mal.
Und dann schauen wir, wie sich das auswirkt. Ob wir damit ordentlich Kohle machen, dann können wir das mit den Klamotten ja auch lassen, ohne die im Dorf zu verkaufen, sondern das geht dann einfach direkt weiter nach Mittel. Ja, für den Abt oder was auch immer, der da ständig Brot und Kräuter haben will. Dann kriegt er eben auch noch Klamotten. Ach ja, schade. Hier hatte ich ja noch ein Lagerhaus. Das hatte ich auch irgendwie letzte oder vorletzte Mal abgerissen. Das hätte man jetzt gebrauchen können. Na gut, dann wird es halt ein bisschen verschoben. Ist ja auch nicht so schlimm. Spätestens für den Weizen wäre das ja auch gar nicht so praktisch. Ja, gar nicht so unpraktisch, wenn man nochmal einen... Ach nein, das braucht einen Speicher. Verdammt. Na gut. Ja, eigentlich wieder so eine Sache, die gegen... Diese Kette, diese Herstellungskette spricht. Weil es bindet wieder Arbeiter. Dann brauchen wir wieder einen Schäfer, einen Weber, einen Schneider. Das sind drei Leute. Macht das Dorf wieder ja, groß. Schlicht und einfach. Und freischalten müssen wir das auch noch. Ah ja. Na gut, das ist nichts Tolles, da muss man halt einfach nur ein bisschen drauf warten. Dann haben wir das Gold. Aber hier ist gut. Dann müssen wir jetzt für den Bauernhof schon wieder irgendwoher einen kleinen Gutsteiner klauen. Und da wird es schwer, unwichtige Figuren rauszunehmen, weil die Steinmetze brauchen wir noch. Die Bergarbeiter, die den Stein hauen, die brauchen wir auch noch, weil wir brauchen viel davon. Sonst dauert das ewig lange. Markthändler brauchen wir auch, können wir nicht darauf verzichten. Auf Sammler würde ich auch nicht verzichten wollen. Und wenn wir auf Baumeister verzichten, dann dauert das einfach länger, bis die ganzen Sachen wieder gebaut sind. Alles relativ knapp kalkuliert hier. Und wir haben ja auch nicht so viele Träger, als dass wir jetzt in jedem Lager und in jedem Speicher vier Leute haben. Und ich glaube, wir haben auch nur noch einen einzigen im Sägewerk beschäftigt. Ja, wir haben nur noch eine Handvoll Baumeister übrig. Baldrich, du bist jetzt Bauer. Und mal gucken, wie viel wir da überall noch haben. Ja, ein Träger. Viel ist das nicht. Aber hier muss es ja überall nicht so unbedingt schnell gehen. Ah, ein Sägewerker, den könnten wir noch wegnehmen. Da haben wir auch immer mehr als genug. Nächste Mal. Sammlerhütte 3 von 3, Sammlerhütte 3 von 3. Also voll besetzt. Die Bauhütte hier hat nur noch einen einzigen. Und hier zwei Leute. Na gut. Also, einen Baumeister könnte man noch nehmen. Das wird dann der Müller oder der Bäcker. Und einen aus dem Sägewerk. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Ratschlag, Beförderung im Kloster. Ja, leichter gesagt als getan. Euer Kloster entwickelt sich wirklich gut. Ein paar Novizen, die ihr Leben dem Glauben gewidmet haben, denken, dass es an der Zeit für Beförderung ist. Diese Anerkennung befähigt sie, wichtige Rollen wie beispielsweise die Leitung des Refektoriums, Koch oder Imker einzunehmen. Ja. Ja, das wissen wir.
Deswegen hatten wir ja den Bauernhof und den Bäcker noch gar nicht gebaut, weil wir brauchen erst hier oben dann das Skriptorium bzw. die Bibliothek. Och, und eine neue Geschichte kann auch noch gehört werden. Beerenüberschuss. Ja gut, das ist jetzt auch wieder nichts Neues. Nehmen wir mit. Naja, das ist kein Fisch im Speicher. Jetzt kommen gerade 12 an und 12 sind noch hinten beim Fischer. Das ist, wenn man halt hier nur diesen einen beschäftigt, dann dauert das halt alles immer etwas länger. Ja, Hauptsache es klappt. Aber wir waren hier beim Bauernhof. Wir brauchen ja auch noch eine Anbaufläche, ansonsten wird es das nichts mit dem guten Brot. Keine Ahnung, ob das ausreicht. Habe jetzt keine Vergleichsfläche. Aber ich denke mal, wenn der alleine hier rumrennt, dann kann das schon hinhauen. Was man auch machen könnte, um ein paar Leute einzusparen. Ich hatte mal begonnen, das hatte ich dann aber abgebrochen. Ich wollte ein Kloster bauen, nur mit 10 Leuten. Nämlich den 10 Leuten, die man vom Start ab hat. Und das war dann echt, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Weil da musste man dann die ganzen Figuren, Wandermönche, unser Kloster steht jedem offen. Wir haben ein Hospizium. Dann musste ich die Arbeiter mehr oder minder einen einzigen bei mehreren Stationen durchlaufen lassen. Also hatte dann einen Arbeiter, der erstmal die Bäume gefällt hat, dann hat er neue gepflanzt, dann hat er sie zersägt und dann musste er im Lager hin und her rennen, damit das ganze Zeug da auch irgendwann mal ja halt im Lager gelandet ist. Das könnte man ja theoretisch zumindest für 20 Kleidungsstücke auch so machen. Also erstmal die Schafe scheren, dann die Wolle weben und dann daraus Kleidung machen, solange immer wieder ein und die gleiche Figur wechseln, bis man die 20 Kleidungsstücke hat. Dann die Route freischalten. Ja, das hält man vielleicht noch aus. Aber auf Dauer ist das dann echt nicht lustig. Vor allem, wenn man da nicht aufpassen würde, dann wären die bei mir im Kloster irgendwann verhungert. Weil es da dann um Lebensmittel ging. Das war dann, war einfach nicht schön. Deswegen hier halt das etwas aufgeweichtere Ziel. Ne, mit den, mittlerweile sind wir bei 40 Einwohnern. 10 davon sollen Mönche werden. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch noch mehr zukommen sollen. Oder werden. Ich möchte auf jeden Fall das Ganze so klein wie möglich halten, aber es soll schon ordentlich funktionieren. Und wenn man dann auf Sachen verzichten kann, wie Kleidung herstellen, ja, dann macht man das einfach. Ja. Und wir können uns auch mal kurz den Kreuzgang anschauen. Ja, das Außenrum ist jetzt fertig gebaut, das finde ich ganz schön. Aber innen drin muss noch ein bisschen was passieren. Das ist ein bisschen dröge. Nur jetzt halt auch noch nicht bauen, aber wir können schon mal gucken, wieder was wir da finden an hübschen kleinen Dingen. Es soll jetzt auch nicht so rosa werden wie draußen. Es muss auch nicht allzu bunt und lustig werden. Aber es soll ein schöner Raum sein, in dem sich die Mönche dann halt besinnen können, beten können. Aber ich glaube, man muss hier ein bisschen aufpassen mit dem ganzen Dekokram, weil es, ich meine zumindest, abgezogen wird von der Fläche, die eigentlich dann für den Kreuzgang benötigt wird. Also wenn man einen ganz kleinen Kreuzgang hat, könnte das dann zu wenig sein.
Naja, und das bisschen würde schon wieder 300 Goldstücke kosten. Auweia. Ah, der Regen ist vorbei. Sehr schön. Kaufmann bittet um eine Audienz. Holz für die Bonnigans. Ja. Wir haben 260 Holz. Das ist prima. 100 Gold dafür. Nehmen wir gerne. Schön, der Kleine macht hier schon fleißig das Feld. Jetzt ist der ganze Weizen kaputt. Ach ja, ich höre die Glocken. Das heißt also, neue Woche oder neuer Monat hat angefangen. Ja, neuer Monat hat angefangen. Jetzt muss ich mal gucken. Einen Sägewerker. Market. Nehmen wir dich. Wo bist du? Komm rein. Du machst jetzt Mehl. Ja, das Lager ist schon mal gut gefüllt hier. Wenn man den Quatsch mit den Klamotten jetzt machen sollte. Nee, bräuchte man doch nicht unbedingt ein neues Lagerhaus. Hier wäre noch Platz. Warum auch immer hier keine behauenen Steine angenommen werden. Na gut. Achso, die werden hier hinten angenommen. Was auch völliger Quatsch ist. Komm, versuch das mal zu lernen und mach die mal hier rein. Dann könnten wir den Platz nehmen für die Klamotten. Ja, und für so ein bisschen Schafzucht hätte man durchaus noch ein bisschen Platz hier. Und für eine Weberei, die kriegt man hier auch noch hin. Und Wohnraum hätten wir sogar auch noch, wenn wir da neue Leute bräuchten. Aber ich hoffe ja eben nicht. Die Wandermönche sind erfreut. Das ist sehr schön. Eine Spende. Und 50 Gold. Klasse. Wie sieht es denn hier aus? Oh, das ganze Zeug ist schon da. Schön. Noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das reicht aus, was da als Länder ausgewiesen ist. Ich bin immer noch am Überlegen, ob sich das tatsächlich lohnt. Bei so viel Überschuss erwirtschaften an Brot, ich glaube irgendwie nicht. Also wir wollen ja da nicht 5 Weizenfarmen haben. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach als Konzept. Wir machen es einfach, um es auszutesten. Oh, was ist jetzt passiert? Wurde jetzt hier nicht gerade unten was freigeschaltet? Keine Ahnung. Gut. Interessiert mich nicht. Was mich interessiert, sind jetzt Schafe. Genau. Ihr. Und ihr habt einen prima Platz hier. Da könnt ihr rumtollen und grasen. Oh, das wird jetzt schwierig.
Das schaffen wir nicht mehr. Oder? Nee. Ach. Wen interessiert das? So. Bäckerei, wie sieht's aus? Seid's bald fertig? Ja, dann wird hier oben auch wieder einer mehr benötigt beim Marktplatz. Es sei denn, man bietet es wirklich nur für die Mönche an. Das wäre dann jetzt aber totaler Quatsch, weil wir haben da ja noch gar keinen, der das gebrauchen kann. Ah je. Also ein weiterer Marktstand und wieder eine weitere Figur, die dann flöten geht. Ich glaube, da muss ich mal ein paar Büsche wegnehmen. Na, ich hoffe, das passt jetzt so. Aber dann fehlt jetzt schon wieder eine Figur. Es sei denn, ich nehme wieder einen der Baumeister. Weil dann hätten wir nur noch einen hier, einen dort. Ach nee, Pustekuchen, den habe ich ja schon verwendet. Ach du meine Güte. Naja, nehmen wir einen Träger. Der ist ja hier auch nur für die Bären zuständig. Ah, uweia. Na gut, nehmen wir einen Träger. Wenn ich mich daran erinnere, heißt das. Ansonsten nehmen wir was anderes. Ja, prima, hier ist auch schon alles da. Dann gehen wir gleich mal das nächste in Auftrag. Oh, das Schild. Das gute Schild, das darf natürlich nicht sein. Arbeitslose haben wir nicht. Träger. Wo? Welches? Lager hier? Nee, Speicher. Elisabetta. Okay. Hopp rüber, du machst jetzt in Schaf. Wie sieht es aus beim Bäcker? Der ist fertig. Da brauchen wir dann einen Sägewerker. Ich glaube, der war noch übrig, ne? Jawohl. Ein Sägewerker, bitte. Na, hat Feuermehl produziert und jetzt macht er Brötchen. Das ist doch Agilberte. Okay. Agilberte, komm her. Wo bist du? Da. Agilberte, du bist jetzt Bäcker. Hallo. Huch. Das ist jetzt aber selten dämlich hier. Nee, das finde ich nicht so gut, weil dann nämlich der Bäcker immer da einmal quer läuft. Also einmal hier außen rumläuft ins Dorf. Das müssen wir immer verbieten. Der soll mal direkt hier zur Mühle laufen. Hallo, was ist hier los? Achso, wir haben Mehl. 10 von 50. Okay, das heißt, er hat schon Weizen verarbeitet. Wir haben auch nur 7 Weizen beim Bauer rumliegen. Gut, also das läuft. Wir haben jetzt sogar schon den Weizen beim Bäcker, im Brunnen direkt davor. Das heißt, das Wasser dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Und dann haben wir Brötchen. Schön. Oh, was? Wir haben das Handelsvolumen vergrößert. Spitze. Nee, das hätte ich nicht gedacht, dass das noch klappt. Aber gut. Ah, der neue Marktstand ist da. Ui, da müssen wir nochmal Busch rausruppen hier. Ja, das andere kann bleiben, das ist okay. Aber jetzt. Ja. Woher
noch Leute nehmen. Nee, also von den Steinmetzen werde ich nichts abziehen. Bauhütte haben wir nicht mehr. Förster brauchen wir auch. Wirklich. Kein einziger mehr frei. Quatsch. So. Tja. Und zwar im Überfluss ist die Weberei jetzt auch fertig. Ja. Also wir brauchen mehr Leute. Also spätestens, wenn wir hier die Weberei haben und so. 4 Leute, glaube ich, müssen wir dann nochmal reinlassen. Na gut. Jetzt müssen wir hier noch irgendwo einen Schneider einpacken. Was schwierig wird, weil wir gerade kein Geld haben, wie ich sehe. Und da müssen wir aufpassen. Weil wir haben jetzt viel ausgegeben, aber wir haben jetzt auch deutlich höhere Kosten durch zum Beispiel die Weberei oder den Bäcker. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch genug Geld rein. Mal sehen, was haben wir denn hier? Letzten Monat. Okay, Werkzeuge. Das geht. Da hätten wir dann immer noch fast 70 plus gehabt im letzten Monat. Im Augenblick haben wir auch hier wieder die Werkzeuge, die so teuer sind. Wir haben die Konstruktion, also 170 hätten wir plus gemacht. Meine Güte. Das ist ordentlich. Hoffenweise Kräuter verkauft. Na gut. Also ich sag mal, ich überschlag jetzt mal, das reicht. Dann müssen wir jetzt nur auf die neuen warten. Und dann kommt auch gleich der Schneider. So. Wenn das Geld da ist, ne? Also sobald er... Das Geld da ist, kommt der Schneider rein. Außerhalb des Territoriums. Ja, hallo. Ach komm, der kleine Schneider hier. Der passt doch da wohl noch hin. Echt? Wo geht denn dieses Gelände hier lang? Okay, ich sehe das Problem. Machen wir so hin. Das geht doch auch. Prima, das Geld reicht auch gerade. Und ihr seid wer? Brot, Kräuter und Beeren kaufen. Sehr schön. Wieso? Aber nein, also wo haben wir das Brot her? Egal. Kräuter, Beeren, Brot. Ja, komm. Wir brauchen das Geld. Weg damit. Und wir haben... Hallo und herzlich willkommen im Dorf. 3 Neuankömmlinge. Wir brauchen einen Weber. Genau. Wir brauchen einen... Markthändler. Und auch zuweisen, sonst bringt das Ganze nichts. Hier unten, sehr gut, haben wir schon. Ja, dann haben wir hier auch bald Klamotten. Klasse. Die packen wir dann hier hinten rein. Damit wir sie verkaufen können. Das können wir auch gleich einrichten. Ach nein, nicht verkaufen können. Erstmal müssen wir sie sammeln. Na gut, können wir trotzdem auf Verkaufen setzen. Ach ja, da war was. Ja, machen wir es so.
Dann wird alles über 25 verkauft. Das heißt, wir haben dann immer genug, um noch hier die Handelsroute freizuschalten. Die Schneiderei ist gebaut. Das ging auch schnell. Zack, ein Schneider. So, und wie sieht's aus? Haben wir schon Wolle? Oh ja. Haben wir schon. Ja. Wir haben auch schon Stoff produziert. Das geht ja schnell. Du meine Güte. Wer hätte das gedacht? So, wie sieht's aus? Wie viel brauchen wir jetzt? Auf jeden Fall noch. Moment. Wir haben einen Bäcker, wir haben einen Händler. Wir haben einen Schneider, wir haben einen Weber. Das heißt, wir haben jetzt genug Leute erstmal dabei. Wir sind ja noch nicht voll besetzt hier im Kloster. Ganz im Gegenteil. Man könnte jetzt durchaus noch mal ein paar reinnehmen, die dann jetzt erstmal als Bauleute oder vielleicht für das Sägewerk oder irgendwas. Na gut, Sägewerk ist jetzt nicht so dramatisch. Das läuft ja ganz gut. Steinmetz haben wir schon zwei. Bergarbeiter bräuchten wir jetzt nicht nochmal. Aber für die Bauleute wäre das schon gar nicht so verkehrt. Dann kommt ihr zwei noch rein. Dann haben wir auch nochmal einen in Reserve, wenn wir irgendwie doch noch was bauen müssen. Und dann geht das auch wieder ein bisschen schneller mit dem Fertigstellen von irgendwelchen größeren Bauten im Kloster. Genau. Okay, dann ist das Dorf jetzt doch wieder einiges größer geworden. Als eigentlich geplant. Also als eigentlich geplant ist es ja sowieso schon viel größer. Aber na gut, was soll's. Wo ist denn der ganze Dekokram? Oh, da ja. Erst bei 100 Wohlstand. Ach du Schied. Nee, ihr nicht mehr. Ihr bleibt draußen. Wir haben jetzt erstmal wieder genug. Doch noch mehr Büsche. Ui. Naja, die Schafe haben ja noch keine. Die können sie dann ein bisschen abnagen. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, rosane Büsche machen Schafe depressiv. Weiß nicht, ob da was dran ist. Ist natürlich Quatsch. Warum mache ich das eigentlich? Das bringt überhaupt gar keine Punkte. Ja, hier die Mauern. Ich finde, das ist ganz hübsch. Aber es bringt gar nichts. Also nicht für den Wohlstand des Dorfes. Aber kostet ja auch nichts. Na ja, gerade gesehen. Die Kleidungsstücke, die häufen sich hier gerade bei der Schneiderei. Ich habe jetzt mal bei dem Lager hinten das neu eingestellt. Da wurde Stoff gesammelt, das ist nicht nötig. Aber dafür sammeln wir jetzt die Kleidungsstücke. Weil der Stoff, der wird automatisch dann von dem Schneider auch von der Weberei geholt. So glaube ich zumindest. Und dann sollten wir jetzt auch in Kürze Kleidungsstücke verkaufen können nach... Nein! Wieder falsch. Nicht verkaufen können. Ja, verkaufen können nach Davenport, aber die Route nach Mittel freischalten können. Das finde ich ja gut. Dann können wir jetzt auch für die Ressource Brot einstellen, dass wir die... über 100 verkaufen. Die Kleidung, die können wir ruhig niedrig lassen, hier diese Schwelle. Weil, naja, wir brauchen es nicht. Also wir verkaufen es noch nicht mal im Dorf.
Das sind dann einfach nur Einkünfte. Was hatte ich gesagt? 170, die wir im Plus waren. Das ist gut. Dann würden wir sogar noch Plus machen, wenn wir die Steuern auf Null senken. Das muss ja auch immer ein bisschen im Auge behalten werden. Die Steuern sollen ja wieder runter auf Null, sobald das Kloster steht. Spätestens dann. Ja, im Augenblick. Aber wenn wir noch so viel Dekokram hier machen müssen, das glaube ich waren ja auch schon wieder 300. Das muss ja auch erstmal bezahlt werden. Wie kann ich das denn jetzt sehen? Da, Tatsache. Ja, 300. Da müssen erstmal ein paar Steuergelder oder Spenden in die Staatskasse gespült werden. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie sieht es denn generell aus? Oh, im letzten Monat 180 plus. Wow, und das obwohl wir Werkzeuge gekauft haben und obwohl wir etwas gebaut haben. Ja, wunderbar. Also fast 50 Goldstücke plus. Ohne die Steuern. Prima. Oh ja, die Kämmerei. Aber das ist nicht so wichtig. Sie macht Geld. Sie muss hier nicht effizient arbeiten. Holz für die Bonnegans können wir machen. Ja, das ging schnell. Das Lager ist jetzt auch schon ordentlich gefüllt. Also der nächste Händler, der hier vorbeikommt... Der da. Na, der ausgerechnet nicht. Der kommt aus Mittel. Aber prima, das ist der erste Händler, der aus Mittel kommt. Hier haben wir noch einen. Kommst du her aus Northbury? Ja, auch du bist jetzt nicht hilfreich. Kaufst auch keine Klamotten. Naja, gut. Davenport schickt sicherlich auch irgendwann mal einen. Und dann... Verkaufen wir Klamotten. Ah, prima. Hier unten am Markt haben wir jetzt auch, dass das Brot verkauft wird. Nicht viel, ja, der große Teil ist immer noch Beere. Fisch, ja, immer ganz wenig. Es ist halt ein langer Weg, der vom Fischer hier zum Markt ist. Und Brot, schätze ich mal, wird gar nicht so viel hergestellt. Der Pustekuchen wird hergestellt, aber der Weg ist halt einfach weit. Weil hier muss der Händler ein bisschen nach unten laufen, zu diesem kleinen Speicher, sich das Brot holen. Das dauert eine Weile. Der Weg zu dem Speicher mit den Beeren, der ist einfach viel kürzer. Ja, das könnte man jetzt ein bisschen optimieren, wenn man mehr Leute als Träger einstellt, aber oder ein, also damit hier der Fisch schneller abtransportiert wird, oder einen weiteren Speicher hier dichter am Markt dran setzt. Aber genau, das wollen wir ja eben nicht machen. Das kostet wieder viel zu viele Leute, macht das Dorf viel zu groß. Naja, Hauptsache, es läuft hier. Und dann warte ich jetzt noch einfach einen Verkauf von den Klamotten ab, will einfach sehen, dass das funktioniert. Und dann werde ich im Zeitraffer hier noch ein paar Büsche in die Gegend setzen und ja, den Wohlstand des Dorfes ein bisschen erhöhen. Ich sag schon mal, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Runde hier in Gutstein, wenn es heißt, Moment mal. Durch die neue Handelsroute haben wir jetzt 10 Punkte mehr Wohlstand. Das ist klasse, jetzt haben wir nur noch 14, bis wir das neue Deko-Paket hier freischalten können. Wandermönche beherbergen. Kommt rein, die Tür ist offen. Ja, wenn es heißt, ich muss mal überlegen. Wenn es heißt, zum Rechtsklick Fenster schließen. Nee, wenn es heißt... Fenster schließen mit Rechtsklick und neue Baustufen und Lebensverbesserungs-Update und
Fischbrötchen und Magerquark. Nee, Magerquark. Käserei ging, glaube ich, auch wieder nicht, ne? Ach, da gucke ich jetzt auch nochmal. Käserei? Geht das? Nee, Leibeigene. Oh, verdammte Axt. Wenn es heißt, wir brauchen auch noch Milch. Beziehungsweise Käse. So ein Käse. Hergestellt aus Leibeigenen. Ist ein Käser ein Leibeigener? Haha. Oje, oje, oje. Na gut, 14 Punkte heißt es noch zu erreichen. Mal sehen. Ich werde nochmal ein paar Rausreißer hier mit Büsche. Komm, Busch. Busch, Busch. Busch, Busch, Busch. Busch, Busch. Ich bin ja irre mit den ganzen Büschen. Ich sag ja, Plage. So ein Deko-Krempel starte ich im Kloster jetzt auch schon mal, also den Baum. Aber ich glaube, der wird keine neuen Bauschritte erhalten. Naja, schön. Gewöhnliche Kleidung wurde gekauft. Hat auch ordentlich Geld eingebracht. Aber irgendwoher kamen 10 Punkte Wohlstand. Ja, überraschend viel Prunk jetzt doch noch. Wohlstand jetzt doch noch erreicht. Ja, dann kommen wir das nächste Mal auch noch irgendwie auf die 100. Für ein bisschen mehr Dekokram. Dann kann ich hier Büsche wieder rausrupfen.